Willkommen zum nächsten Projekt der Insane Trilogy, zum dritten und letzten, und zwar von Crash 3 Warped. Oder Warped, genau, yo. Neues Spiel, ich freue mich drauf, es ist mein Lieblings-Crash-Style und ich bin wirklich sehr gespannt, wie sie den geremaked haben. Oh mein Gott, ja, ich habe aber auch ein bisschen Angst und ich freue mich jetzt vor allem erstmal auf das Intro, weil das kenne ich auch noch nicht, in der Remaster-Version. Und ja, wir werden hier auf jeden Fall jetzt auch erstmal ein bisschen anders vorgehen als sonst bei den Warped-Let's Plays, denn ich will auf jeden Fall Vergleichswerte haben, deswegen machen wir alle Relikte zum Schluss. Hier ist ja jetzt mit den Relikten nicht mehr ganz Neuland, in Crash 1 und Crash 2 gab es ja noch keine Relikte, hier gab es sie ja schon, hier habe ich auch schon überall Platin geholt. Ist jetzt die Frage, inwiefern sie das geändert haben, inwiefern sie vielleicht auch Zeiten geändert haben. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an und wie gesagt, werden dann erstmal alle Edelsteine und Kristalle holen und später alle Relikte, also auch bei Sachen wie Orient Express werden wir das später machen. Aber ja, mal gucken, wie weit wir jetzt kommen hier. Bis zu Tiny könnte eigentlich schon möglich sein im ersten Part, oder? Wenn wir jetzt nicht direkt Platin holen. Mal schauen. Endlich frei! Uka, Uka ist frei! Nein, das darf nicht wahr sein. Großes Unheil kommt auf uns zu. Niemand wagt es, den großen Uka Uka einmal zu enttäuschen. Aber du, Cortex, du hast mich zweimal enttäuscht. Großer Uka Uka, es war dieser verflixte Beuteldachs. Tief aus meinem Tempelgefängnis heraus habe ich dir einfache Anweisungen geschickt. Doch du hast die Edelsteine verloren, du hast die Kristalle verloren und ich habe die Geduld verloren. Es gibt keine andere Energiequelle auf diesem Planeten. Ich weiß, wir hatten ein paar bedauernswerte Rückschläge. Du hast versagt, aber weil deine Stümperei mich freigesetzt hat, fühle ich mich großzügig. Es gibt noch eine Möglichkeit, die nötige Macht für die Versklavung dieses Planeten zu bekommen. Und dieses Mal sorgt der große Uka Uka dafür, dass du es richtig machst. Nach Äonen wurde mein böser Zwilling Uka Uka aus seinem unterirdischen Gefängnis befreit. Ich habe ihn dort vor langer Zeit eingesperrt, um die Welt vor seiner Bosheit zu beschützen. Jetzt ist er wieder frei und er muss aufgehalten werden. Kinder, Uka Uka und Cortex wollen die Zeitstrudelmaschine benutzen, um Kristalle zu sammeln, die in der Zeit verstreut sind. Ich habe euch hergeholt, um die Kristalle zu bergen, bevor ihnen das gelingt. Das Zeitportal öffnet sich, wenn ihr euch auf einen Schalter stellt und von dort ins Portal springt. Viel Glück. Goll. Die Stelle mit dem Frosch war jetzt auch ganz geil. Der Zeitstrudel. Okay. Ja, erstmal, man hat sich synchrotechnisch auf jeden Fall natürlich wieder ein bisschen verändert. Im Gegensatz zum Original. Und man hat sich hier ein bisschen mehr an die englische Synchro oder beziehungsweise an den englischen Text gehalten, wie es aussieht. Nämlich dieses, die Kristalle sind weg, die Edelsteine sind weg und meine Geduld auch. Im Englischen ist es ja irgendwie, I lost my patience oder so. Und ja, hier haben sie jetzt auch, und ich habe meine Geduld verloren. Das ist halt so ein bisschen wie in der englischen Version, im englischen Text. Und ja, gerade gab es auch ein paar Frame-Drops, beziehungsweise, ne, das sah ein bisschen kacke aus, wie die da rausgestimmt sind, aber okay. Okay, und hier ist Kokos Zeitmaschine. Interessant, was sie also daraus gemacht haben. Wo sie sich also in Crash 1 und Crash 2 reinporten kann. Interaktion, hey!
Jupp, Coco kann dabei sein. Herzlich willkommen. So, ja, hat also auch dieser große Bildschirm einen Sinn, einen tieferen Sinn. Okay, so, dann werden wir es mal der Kröte hier gleich machen und direkt ins erste Level, to Toad Village gehen. Und warum ist da eine Lücke zwischen dem Edelstein und dem Relikt? Crash, Crash, Crash. Wieso mischst du dich immer ein? Oh, sieh mal, ich habe auch eine Maske. Bald werden wir ja sehen, welche von ihnen mächtiger ist. Die Sequenz ist auch ganz nett geworden. Okay, wollte ich auch noch erwähnen. Uka Uka, ne? Seine Stimme erinnert mich mega an Mad Mad Mario. Ohne Witz. Weil er halt so richtig schön aggro klingt. Ja, das haben sie. So haben sie es eigentlich ganz gut hinbekommen. Akku-Akku-Stimme muss ich mir nochmal genauer anhören. Aber die von Uka Uka, die passt schon ganz gut. Natürlich anders, aber passt gut. Und das hier ist der geilste Soundtrack aus den Remasters. Auf jeden Fall. Da lege ich mich fest. Die Cortex-Remaster-Versionen sind zwar auch ganz geil geworden, aber nee. Das hier ist mein absoluter Favorite. Ist ja auch schon mein absoluter Favorite in den Originalen gewesen. Und sie haben ihn nahezu unangetastet gelassen. Er klingt ein bisschen voller jetzt. Mit ein bisschen mehr Instrumenten so. Also die klingen einfach mehr da. Es klingt alles nochmal eine Ecke stärker und das ist cool. Und auch die Switch-Dinger haben sie ziemlich cool gemacht. Und ich freue mich einfach nur jetzt endlich mal Crash 3 anzuspielen. Eine Woche nach Release, oh mein Gott. Ja, ich habe gestern Crash 1 auf 100% geballert. Heute haben wir Sonntag, den ja, 9. Den 9. Juli. Und heute geht's ab mit Crash 3. Ich freue mich drauf und ich bin sehr auf die Physiken gespannt, vor allem beim Jetski und beim Motorrad-Dingsen. Weil da gibt's ja schon einige. Oh, die Landschaft schöner irgendwas. Aha. Weil wir den ersten Bonus betreten haben. Schön. Ja, ich habe mich jetzt für Crash 3 entschieden. Ich hätte auch heute die Crash 2 Platin direkt am Anfang können. Das habe ich nicht getan. Zum Zeitpunkt der Aufnahme. Nee. Wie gesagt, ich habe gestern erst Crash 1 platiniert und dann habe ich mir gedacht, nee. Ich will jetzt lieber mal ein bisschen chillig spielen und ich will vor allem endlich Crash 3 sehen und selber erfahren. Und ja, das mache ich jetzt. Ich freue mich wirklich richtig drauf. Es ist halt mein Lieblingsspiel von Crash. Ja, wobei, da bin ich mir immer noch uneins, ob ich Crash Team Racing mehr feiere oder Crash 3. Aber eigentlich Crash 3, wenn man bedenkt, dass Crash halt original ein Jump'n'Run ist und. Ja, das. Kann ich nicht ein Racing-Spiel, so ein Spin-Off so gesehen? Nee. Auch wenn Crash Team Racing natürlich wahnsinnig geil ist. Ich glaube, ich finde Warp tatsächlich im Endeffekt besser. So, der Kristall ist hier auch sichtbar, ja. Den kann ich nicht verpeilen. Nicht verpassen wie in. Joa. Piston It Away war eigentlich eher vergessen als übersehen. Aber in Pack Attack war es definitiv übersehen. Und warum habe ich den nicht getroffen? Schade. Ach, das sind ja auch Switches. Das habe ich schon mal vergessen. Mich würde eigentlich auch mal die Animation interessieren. Mich würde mal die Animation interessieren, wie die dann zu Stahl werden. Aber ich will es eigentlich nicht ausprobieren gerade. Vielleicht muss man das sogar mal für ein Achievement. Das wäre denkbar. Aber ich, wie gesagt, ich habe sie nicht im Kopf und so. Wie in keinem der drei Spiele. Deswegen, ja. Aber das finde ich echt interessant, warum da so eine Lücke dazwischen ist. Wegen den anderen Relikten, die man hier holen kann oder wie? Oder einfach so, weil man sich gedacht hat, ja, das ist sonst nicht breit genug. Wir lassen ihn mal austanzen kommen. Bäh, sehr schön. Okay, dann geht's jetzt direkt los mit Under Pressure. Aber wie gesagt, wenn wir hier diesmal noch nicht das Relikt holen, das möchte ich alles dann gesondert machen. Mit einem schnellen Kick kannst du dich aus brenzlichen Lagen befreien. bezieht sich das jetzt wirklich auf Unterwasser? Ich weiß es nicht. Die hab ich auch noch gar nicht gesehen. Leute, was sind das denn für Fische? Für einen schnelleren Tritt. Ja. Gut. Die sehen ja mal mega aus wie Wumperfrüchte. Okay. Also die sind auf jeden Fall ein bisschen größer. Hier ist alles irgendwie ein bisschen. Ach, das war ein Fisch. Ich dachte, das war ein Wumperfrucht. Hier ist alles irgendwie ein bisschen größer, ne? Weil wenn man sich mal die Fledermäuse in Crash 1 anguckt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sehr schön. Und die kommen mir auf den ersten Blick ein bisschen langsamer vor, aber ich weiß es nicht. Sieht natürlich alles ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, aber das ist ganz cool doch. Mit den Algen hier und so. Und die Haie kommen mir überraschend schnell vor. Dafür drehen sie ein bisschen langsamer. Also alles gerade subjektive Wahrnehmung, ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Kommt mir gerade auf jeden Fall mal so vor. Die Steuerung ist auf jeden Fall
Ja, ich weiß nicht, ist es wirklich flüssiger? Es ist halt natürlich nicht mehr so hakelig wie auf der PS1. Aber dennoch ist da ein gewisser Delay drin. Oh, wow, fuck. Das Ding habe ich gar nicht erkannt, weil es nicht mehr orange ist. Oh mein Gott. Hat da auch immer noch diesen geilen Zoom? Das muss ich gleich mal hören. Nee, schade. Das war ein richtig schöner Soundeffekt. Schade. Okay. Ja, aber man bleibt hier, glaube ich, nicht mehr so lange kleben an den Dingern. Also das könnte alles ein bisschen... Wobei, wenn er sich dreht, braucht er, glaube ich, ein bisschen länger zum... Und der braucht generell ein bisschen länger zum Drehen, finde ich. Oder irgendwie, ja, die Dynamik ist noch gewöhnungsbedürftig. Ja, da muss man... Also bei den Vehicle-Leveln habe ich keinen Zweifel, dass man sich da definitiv arg umgewöhnen muss von Platin-Runs, die man so gemacht hat. Vor allem auch von Orient Express könnte ich mir schon vorstellen, dass das gar nicht mal so einfach wird hier. Ja, die sind, glaube ich, genauso wie im Original. Bin ich mal gespannt, wie einfach oder schwer es da sein wird, da durchzukommen. Also unten rum so. Ja. Gegen die Richtung. Na, da freue ich mich wirklich drauf. So, schwupp durch. 2 Sekunden mit mir. Ach, hier ist eine Challenge. Eieieiei. Ja, ist ja nicht so, als wüsste ich nicht, dass da der Hai kommt. Ich war trotzdem erschrocken und überrascht. Gebt mir Kisten, gebt mir alles. Ich habe den Kristall gesehen, ja. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Kommt da noch eine Kiste? Moment, ich bin mir gerade unsicher. Bitte. Wo habe ich denn jetzt eine Kiste übersehen? Bin ich deppert? Habe ich irgendeinen Busch nicht abgeknallt? Ich komme auch gar nicht mehr so weit zurück. Ja, wow, da fängt es schon an. Ich habe eine Kiste übersehen. Was ist das denn? Ist hier noch so ein Aal? Nee, ne? Dann komme ich hier auch nicht mehr rüber. Ich habe vor allem schon alles getötet, was mich töten kann. Ist das geil. Ist das geil. Super. Ja, direkt mal gefailt, ne? Wunderbar. Ich habe keine Ahnung, wo ich die Kiste übersehen. Geh doch hoch. Hallo. Der wollte gerade nicht hoch. Wo habe ich denn die Kiste übersehen? Was ist denn da los? Okay, also die Dynamik ist sehr komisch. Alter. Okay. Okay, oh mein Gott, das wird so eine Ungewöhnung. Ich muss ihn quasi erstmal... Also, ich drücke jetzt die ganze Zeit nach oben, ja? Okay, das geht jetzt, hä? Moment. Ich drücke jetzt die ganze Zeit nach unten, das geht nicht. Jetzt geht er langsam runter. Okay, die Dynamik verstehe ich noch nicht ganz. Moment, ich drücke mal ganz runter. Geht auch nicht. Okay, ich muss ihn erstmal ausschweben lassen hier, dieses Boot, ehe ich mich nach oben und unten bewegen kann. Und das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Und in meinen Augen auch kacke. Das gefällt mir nicht. Moment, so, ich fühle mir jetzt komm, jetzt schwimme ich mal zurück. Ich habe 2 Masken, mein Gott. Und ich wette mit euch, es ist hinter irgendeinem Algen-Dingsbums da, so einem roten Ding, wo ich jetzt eh nichts mehr machen kann. Aber es interessiert mich jetzt, aktuell jetzt. Es geht viel schneller, wenn ich das Level noch einfach nochmal von vorne mache, aber ich will es jetzt wissen, wo ich es übersehen habe, nicht jetzt beim Rendern. So, show me. Oh Gott, das dauert so lange, ey. Wo habe ich denn hier... Das gibt's doch gar nicht. Jetzt werde ich wahrscheinlich erstmal gespratzelt. Nein, werde ich nicht. Ich will das jetzt wissen, mein Gott. Das kann doch nicht wahr sein. Da sind wir also schon tatsächlich direkt unter Druck hier. Wir müssen die Kiste finden. Wahrscheinlich direkt am Anfang. Oder hier in dem Ding, das wäre jetzt echt lächerlich. Wenn hier irgendwas nicht kaputt gegangen ist oder so. Hier ist alles... Nee, oder? War da noch... Moment, das habe ich gerade nicht ganz... Oh. Die hat man überhaupt nicht gesehen. Lol, okay. Keine Ahnung warum. Ja, ich gehe normalerweise davon aus, dass wenn man sich da durchdreht, dass dann wirklich alles kaputt geht. Das war offenbar nicht der Fall. Na gut, na gut. Mit dem Dreher soll man ja angeblich noch ein bisschen schneller sein, joa. Ein bisschen, ja doch. Ja, nee, komm, das versuchen wir nicht, mein Gott. Ja, so viel zu, wir könnten eigentlich schon bis zu Tiny kommen im ersten Part. Hätten wir so nicht geschafft, aber... ja, so erst recht nicht. Also Orient Express können wir uns jetzt noch gönnen mit dem Edelstein und wir gönnen uns auch noch Boneyard, glaube ich. Ersten Part können wir auch ruhig ein bisschen länger machen. Ist auch das Intro dazwischen, das dauert jetzt ein bisschen länger als bei den ersten beiden Teilen.
So, jetzt gib mir den Edelstein, meine Güte. Das ist unglaublich. Ja, da habe ich aber auch gar nicht dran gedacht, dass ich da vielleicht nicht alles haben könnte und so. Und das sah ja auch so aus von außen, so als, ne? Ich habe das auch jetzt gerade nur aus dem Augenwinkel kurz gesehen, dass da was Braunes ist. Und das ganze Ding ist ja auch so braun, wie eine Kiste. Das ist... Hui. War nicht einfach zu sehen. Also die schönere, neue, perfekte Grafik ist nicht immer hilfreich für sowas. So, dann auf zum Orient Express, wo wir natürlich mit Coco reingehen müssen. Es ist noch genauso platt wie damals. Er legt sich einfach rein. Okay, von mir aus. Halte Rennen für maximales Tempo gedrückt. Dabei lässt die Steuerung allerdings nach. Ja, logisch. Oh mein Gott, ich bin so auf die Physik gespannt hier. Heilige Kacke. Aber noch viel mehr natürlich in den anderen Leveln. Anderen Vehicle-Leveln. Das sollte jetzt eher wie in Crash 1 und 2 sein. Die Türme hier sehen sehr interessant aus. Okay. Oh mein Gott. Die Sprungdynamik ist auch ein bisschen anders. Mal wieder. Und er ist, glaube ich, generell langsamer, oder? Würde ich mir sagen. Huiuiui. Shit! Ich hätte noch zwei Masken. Okay. Also selbst wenn man rennt und dann springt... Ja, die sind jetzt dadurch... wollte ich sagen. Einfacher. die Dynamik ist anders, wenn man... Ah, Mann! Abspringt. Wenn man gerannt ist, dann treibt er nicht mehr nach. Das ist schade. Wieso hat der mich jetzt getroffen? Der schwebt doch über mir. Das versteht mal einer. Also die Sprints sehen schneller aus, aber prinzipiell ist er langsamer. Der Tiger. Pura ist für mich immer noch weiblich. Jetzt bin ich nicht ernsthaft am Checkpoint vorbeigerannt. Oh fuck, stimmt, es wollte noch irgendwer kommen und sich hier dieses Klimagerät angucken, was eh nicht funktioniert. Oh mein Gott. Ja, soll ich jetzt pausieren oder den Part beenden? Ne, ich pausiere den, wir machen gleich noch weiter. Ich muss gerade erstmal hier, so, ne. So, weiter geht's beim Orient Express hier, so, wo bin ich gestorben? Irgendwo, richtig dumm mal wieder. So, okay. Ich bin auch sehr gespannt, ob man da noch rüber rennen kann, mit Side-Challenge. Ah, stimmt, ich habe gerade den Checkpoint nicht mitgenommen. Da bin ich drüber gerannt. Das war schlecht. Ich erinnere mich. Okay. Oh mein Gott. Alter. Alter, der Unterschied ist richtig, richtig heftig. Der ist auf jeden Fall krasser als in Crash 3 im Original. Ja. War da nicht gerade eine... Oder habe ich die... Ist okay. Oi, oi, Alter. Okay. Dynamiken komplett neu erlernen. Das fand ich jetzt aber sehr interessant, weil ich das Spiel anders eingeschätzt hatte von vorhin. Was ich da so gesehen habe. Ja, da war echt eine Kiste. Also auch wenn man rennt und danach springt. Nee, hä? Wenn man im Sprint springt, dann springt er echt mega weit. Wenn man aber kurz vorher aufhört und dann springt, springt er ganz normal. Also dieses Nachtreiben ist nicht vorhanden. Ja, ist auch das einigermaßen schwierig. Das sind halt andere Physik, man muss sich dran gewöhnen. Auf jeden Fall. Also Platin wird hier etwas länger dauern. Sich daran zu gewöhnen, sich zu akklimatisieren, welche Tricks noch funktionieren und sowas. Aber Pura ist süß, oh mein Gott. So, let's go. Aber wo ist Pura eigentlich im, war Pura damals im Intro da oder war es auch schon Polar? Und generell, wo kommt sie überhaupt her? Ich habe keine Ahnung. Naja. Wie gesagt, wir packen jetzt auf jeden Fall noch ein Boneyard rein. Diese wärmlichen Zeiten, wo ich immer diesen Levelnamen vergessen habe. Oh mein Gott. Ah. Jetzt weiß ich mittlerweile die ganze Zeit, dass es Boneyard heißt. Sehr schön. Oh, stimmt. Coco hat ja auch einen eigenen Tanz. Den habe ich noch nie gezeigt. Ja gut, den Crash 2 habe ich auch noch nicht verwendet. Den Crash 1 gab es, glaube ich, nicht. Ah, okay, das ist generell da. Also das ist halt generell für Level diese verlängerte Bahn, wo es halt dann zwei Edelsteine gibt, damit das da reinpasst. Das haben sie also nicht irgendwie übereinander gepackt. Ja gut, das macht Sinn. Okay, gut. Okay.
So, den einen Edelstein bei Boneyard können wir immerhin schon mal holen. Uka Uka und Cortex wollen, dass Tiny Kristalle holt und bringt zu großes Kolosseum in Rom. Crash, die Tiny gibt oder Crash platt gemacht wird. Ach, schade. Die Stimme ist aber relativ original, glaube ich sogar, oder? Naja. Oder Crash platt gemacht wird. Das ist überhaupt nicht geil. Crash wird zerquetscht, ist viel geiler. Das finde ich schade, das finde ich sehr schade. Also manche Originaldialoge müssen original bleiben. Und der Dino sieht schon mal sehr interessant aus. Hui. Ah, da ist er. Der Triceratops. Das sieht nicht sehr gesund aus, diese Bewegung, die er da macht irgendwie. Keine Ahnung. Einen Äpfel da. Na, das sind keine Äpfel, das sind Bonbonfrüchte. Ja, nehme ich auch. Shit! Ja, warum lasse ich denn nicht einfach die Kiste kaputt machen? Ja, ich muss es selber machen. Weil ich Bock drauf habe. Ah! Schumm! Okay. Eieieiei. Okay. Soweit, so gut. Kupferfrüchte her, sehr schön. Das mit der Bonusplattform haben sie wahrscheinlich auch geändert, ne? Dass der Dino dann schon rauskommt. Oh, ich hab gar nicht gesehen, dass das TNT ist. Sehr schön. Egal. Das Wasser sieht jetzt auch so ein bisschen sumpfiger aus. Oder so ein, ja, nicht sumpfig, auch nicht so moor-like, aber... Stalker. Da mag auch an den Shadings in dieser Höhle liegen. Oh, dieses schöne Checkpoint-Geräusch gibt es hier wieder. Sehr schön. Das haben sie im Original in den ersten beiden jetzt auch nicht geremaked, eingebaut so. Blablub. Weil es im Original auch nicht gab, aber hier gab es das ja schon. Stimmt, das mit der Bonusplattform war bei Dynamite nicht hier. Das heißt, wir können das noch nicht testen. Also nach vorne laufen und dann Dino triggern. Aber das wird nicht mehr gehen, denke ich mal. Das haben wir wahrscheinlich anders gelöst. Behaupte ich mal. Ach, es ist so schön. Es macht so viel Spaß. Ja. Wow. Egal. Machen wir das so. So geht's auch. Hier kriegen wir endlich einen Doppelsprung. Oh mein Gott. Ich bin... Wow, das war knapp. Ich bin echt verdammt gespannt, muss ich sagen. Wie sich der anfühlen wird. Moment, kommen da noch zwei Kisten oder habe ich schon... Ja, da, die müssen noch kommen. Ja, sehr schön. War ja mein erstes Bonuslevel hier, ja. Wobei, stimmt gar nicht. Mein zweites. Ah, schon wieder tolle Bildschirm erschlagen. Mensch. Ah, ich glaube, wir haben schon mehr geschafft als bei Crash 2, oder? Im ersten Part. Oh mein Gott. Ich habe auch vergessen, Akku aufzuregen. Muss ich das? Oder geht das überhaupt hier? Ich weiß nicht. Der hat mich auch nicht darauf hingewiesen, dass ich ein Kristall suchen muss, oder? Ich guck mir gleich mal nach dem Part hier die Achievements an, ob da irgendwas steht. Weil es gab ja auch hier Cortex aufregen und so in Crash 2, aber in Crash 3 mit Akku, ich weiß nicht. Bringt das ein Achievement? Ich meine nämlich auch, wo ich das mir angeguckt hatte vor ein paar Wochen, nichts davon gesehen zu haben. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, deswegen gucke ich gleich nochmal. Kann man das jetzt überhaupt noch machen? Ja, gut, keine Ahnung. Sonst kann man es ja in einem neuen Spielstand ganz einfach wieder machen. Dann ist das Ding, oh mein Gott, ich habe eine Maske verloren. Das habe ich ja ein bisschen falsch eingeschätzt, aber wir sind auch schon fast am Ziel. Uiuiuiuiuiui, so viel dazu. Bin ich jetzt verbrannt oder hat der Dino mich jetzt getroffen? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich bin eher verbrannt. Oder im Gras waren irgendwelche Zecken, die mich totgebissen haben. Ich weiß es nicht. Hm, interessanter Geräusch hier von dem Dino. Da macht er kaputt, alles super. Hup. Der hat mich... Was hat der denn für eine Hitbox? Der hat mich angeblich platt gestampft. Aber sein linker Fuß war noch deutlich weiter weg, als ich hätte plattgestampft werden können. Bitte. Das ist lächerlich.
Gut, dann mache ich halt alles selber, damit ich einen Edelstein auch definitiv jetzt bekomme. Bevor ich plattgestampft werde. Auch wenn es lächerlich ist. Okay. Dann war ich gerade tatsächlich plattgestampft und nicht verbrannt. Na gut. Ich glaube, der Crash hat hier auch eine richtige Verbrennanimation wie in Crash 4 und nicht so von wegen, er hüpft da so komisch rum und ist dann einfach irgendwann schwarz. Na gut. Also, am nächsten Mal gibt's dann Making Waves und den ersten Boss Tiny Tiger. Ich freue mich drauf. Da will ich mal was ausprobieren, denn es gibt ja diesen Trick bei Tiny. Ich werde deswegen wahrscheinlich sterben. Dass man oben links irgendwo in der Ecke stehen kann und dann treffen die Löwen einen nicht. Und das Publikum soll darauf reagieren im Remake. Das möchte ich mal sehen. Und ja, erstmal gibt es da natürlich Making Waves. Freue mich drauf. Auf die Physics, da bin ich gespannt. Bis dahin. Tschüss.